Hallo zusammen, mein Name ist Katrin Hammes. Ich bin gerade hier angekommen in Pick-Liesem auf dem Betrieb Weber. Katharina macht hier heute mit mir den Beitrag und wir wollen heute zusammen ein Video über das Gesundheitsmonitoring Rind drehen. Ziel des Projekts Gesundheitsmonitoring Rinds ist, die Nutzungsdauer der Tiere in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu verbessern. Zusätzlich soll auch die Tiergesundheit gefördert werden. Hier stehen wir nun bei unserer ältesten Kuh, der Mechthild Nummer 895. Sie ist gerade im Trockensteherbereich, da sie bald ihr nächstes Kälbchen erwartet. Sie ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man alle möglichen Daten der Kuh im Netrind abrufen kann. Hier haben wir jetzt bereits die Kuhnummer eingegeben. Nun schauen wir auf ihre Daten. Man sieht das Alter und Geburtstag, die Besamung und die letzte Kalbung. Wir sind schon ganz gespannt auf die nächste Kalbung und hoffen, dass sie uns noch ein paar Jahre erhalten bleiben kann. Das war durchweg eine sehr gesunde Kuh. Deswegen hat sie auch nicht viele Einträge im Netrind erhalten, außer Besamungen. Und das ist auch eins der schönen Vorteile und Ziele vom Netrind, einfach zu versuchen, langlebige und gesunde Kühe auf den Betrieben zu haben. Wir setzen alles daran, dass wir uns da stetig verbessern. Was sind für euch Vorteile oder Nutzen, die ihr jetzt schon ziehen konntet, wo ihr sagt, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch am Projekt teilzunehmen? Wir haben herausgefunden, was quasi unsere, ja, ich sag mal, Problemchen sind, die wir in den Gesundheitsbereichen haben und wo wir uns auch gerne verbessern wollen. Das war beispielsweise lange Zeit ein Problem mit Mortolaro an den Klauen. Da haben wir uns dann ganz extrem dahinter geklemmt, sehr viel prophylaktisch zu tun, Fußbäder zu machen regelmäßig, beim Klauenschneiden häufiger darauf zu achten, andere Behandlungsmethoden auszuprobieren und haben das auch tatsächlich mittlerweile sehr, sehr gut in den Griff bekommen und wenig Probleme damit. Darüber haben wir uns sehr gefreut und wir konnten natürlich auch dann anhand der Auswertung feststellen, welche Tiere immer wieder davon betroffen waren, ob es auch vielleicht gewisse Linien gibt, die sehr, sehr gute Klauen haben, die nie Probleme mit Mortolaro oder Ähnlichem bekommen haben. Und im Eutergesundheitsbereich haben wir auch versucht, uns zu verbessern und haben auch mit Hilfe des Gesundheitsmonitorings uns zum selektiven Trockenstellen entschieden. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut, einfach weil man auch mit Hilfe natürlich von Viertelgemächsproben und Ähnlichem feststellen kann, welche Tiere wirklich eutergesund sind und welche nicht und die dann ganz präzise trockenstellen können. Das sind ja also wirklich super Sachen, die du da erzählt hast, gerade auch wenn du sagst, du kannst es für selektive Trockenstellen mit einsetzen und ihr habt auch Probleme oder langfristige Probleme vielleicht damit frühzeitig auch schon erkannt und konntet gegensteuern. Jetzt darf ich mich ganz, ganz herzlich bei der Katharina und ihrer Familie bedanken, dass wir heute hier das Video drehen durften. Gerne.